Wunderschönen guten Abend, Leute. Willkommen zurück zu Fallout London. Ich habe mich ein bisschen rumgetrieben und habe mal die Bücher besorgt hier für den guten alten Sid. Ja, ich hinterher war ich ganz. Ja, jemand alle wollte der Farmer werden. Ja. Und zwar ja in der Bibliothek. Und erst wollte ich euch mitnehmen und dann hinterher war ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Also irre cool dieser Bibliothek, aber ich habe mich da bestimmt also locker eine Stunde aufgehalten, ja, um diese Bücher aufzutreiben, weil es wirklich wie so ein kleiner Rätsel-Dungeon war, also nicht rätselig, aber du musstest halt echt suchen. Und das Buch, was er als optional extra ausgeschrieben war, ich habe es nicht gefunden, ich habe nichts im Internet gefunden und ich habe selber halt ewig gesucht und gemacht, ich habe es nicht gefunden, ich weiß es nicht. Hallo, Jungen, you get to nab some books for me. Yeah, hab ich. Oh, thanks for these. I gotta say, I've been looking forward to this. Yeah. I said I had something special as a reward, and I ain't gonna disappoint. Sabretooth here is a poor champion around these ends, and it's all thanks to my secret weapon. This is my legendary lucky black ball, see? I keep this down my pants, and it lets me do some hectic trick shots. My hands are getting less sturdy these days, and it's about time I packed in the game. So I want you to take this, and I hope it brings you all the luck it's... Hey. It's brought me. Schön, das ist genau die Reaktion, die ich gerade drauf hatte. Das war Zeitverschwendung. Take care, kid. My mother wanted me to be a farmer, but I get my hands dirty in other ways. Ei, ei, ei. 93 EP. Hello again, young pal. I got something I want to share with you. I done me some writing. Practice for ages getting the letters right. A für Atom, B für Boom, C für Sir, D für Taube, E für Elf, Jim, H für... Geht's noch weiter? Nee. Ja, ist in Ordnung, ja. What do you think? Ich denke, da muss man schon reingehen, oder? Sonst lernst du es ja falsch, ist ja kacke. You're right, that's stupid of me. It's real hard, this writing business. I want to keep it this. I want to try writing down some proper experiences I've had. Takes a lot of work, but come back in a while. And I should have something new to share with you. Okay. If you hang around, wouldn't hurt none. We need the numbers. Ich habe übrigens einen Perk ausgewählt, deswegen habe ich mich gerade gewundert, dass ich nichts bekommen habe, der mir immer, wenn ich irgendwelche Notizen lese oder so, 100 Erfahrung spendet. Weil ich finde schon 100 Erfahrung ist eine Menge in dem Spiel hier. Aber der ist ja komisch, ich habe mir ja gerade das durchgelesen von ihm. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir bei hier an der Hauptquest weitermachen. Der Waschsalon, ja. Captain. Auf der Karte anzeigen. Ich hab doch. Ich kann dem Typen. Ich sollte ihm ja Blei bringen da unten. Und von ihm habe ich auch noch Anzeige. What can I do for you? Aber ich kann halt nichts machen. Ich verstehe es nicht. Ich hab vergessen, was ich ihm bringen sollte. Blub. What you after? Ich hab etwas Blei. Hmm, good. Thanks. Good sport. Okay. What you after? Ich brauche deine Hilfe. Sure, I guess you need the right weapon for the job. You fancy a shooter or a slicer? Eine Pistole ist ja... Ich komme, ich versuch's mal. How's this then? Gott, fick dich doch, ey. More bodies getting shite done never hurt anything. Ist das sein Ernst, dass er mir jetzt hier dieses olle Bleirohr in die Hand drückt? Ich muss die Pistole wieder, aber das wäre auch scheiße gewesen, hundertprozentig.
Dann gibt er mir einfach ein Bleirohr. Ich hoffe, ich kann das zerlegen, weil Blei ist irre selten. Didn't your mom teach you better? Dafür habe ich in der Bibliothek mir die ganzen überzogenen Bücher zurückgegeben und für die Marken, die ich dann erhalten habe, habe ich mir Bleistifte gekauft. Oh, das ist eine richtig hohle Nummer. Okay, aber ich weiß jetzt nicht, was mit Ricky los ist. If you hang around, it wouldn't hurt none. All right, Labra. What can I do for you? Ich weiß. Ich weiß es nicht, Mann. Irgendwer, ich weiß nicht, ob es Ricky war, wollte, dass ich Gin-Cocktail mache. Aber ich habe keine Ahnung wie und wo. Irgendwo war eine Chemiebank, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob ich hier was machen kann. Kleroid. Mächtige Drogen, ja? Och, warum nicht? Erstmal gibt es ein bisschen Erfahrung. Und ihr könnt das Zeug später schön verkaufen. Hier dasselbe. Leveln durch Drogenherstellung. Klingt so realistisch irgendwie. So. Superheld. Man kann Krähenfüße herstellen. Chance auf Taumeln. Interessant. Eine Balder. Schmied. Okay. Was machen wir mit Feuerwerk? Hätte ich mir auch schon gefragt. Naja, kann man ja irgendwann mal testen. Erfrischendes Getränk. Leuchtendes Blutpaket. Guck mal, wir können sogar richtig Sims herstellen. Minen. Oh, Minen. Öl, Stahl, Kleber und Dünger. Also ich brauche auf jeden Fall eine, aber Öl ist ja auch eine krasse Mangelware. Und verwertbares. Wo? Das muss ich dann in der Kochstation machen. Weil ich habe das Gefühl, sonst kommen wir nicht weiter. Ich hoffe, ich bin da auf dem richtigen Weg, dass es dieser Cocktail war. Kann man hier eigentlich rausgehen? Ah, okay. Hier war nämlich auch noch eine Tür auf dem Hinterhof. Aber da war jetzt nichts weiter, aber konnte man auch aufschließen. Ist doof, dass er mir das jetzt nicht ordentlich anzeigt. Ich will mal gucken. Ich bin jetzt schon ein bisschen was abgelaufen, hab mich rumgetrieben halt. Aber du hast auch zu vielen Gebieten keinen Zugang so, denke ich mal, bis du nicht einen bestimmten Abschnitt erreicht hast in der Hauptgeschichte. Und ja, entweder so, dann hast du aber auch Teile. Ich habe einen Bunker gefunden, den habe ich uns aufgehoben. Ich bin da kurz rein und da sind Viecher unterwegs. Geht Licht, ne? Da machst du kaum Schaden dran. Und ich habe mich auch gefragt, ob es sowas gibt wie diese Rüstung halt, ne? Ich komme gerade nicht auf die Power-Rüstung. Ob es sowas hier in London auch gibt, weil ich habe einen Fusionskern gefunden. Dann liegt ja der Verdacht nahe, dass man so eine Rüstung betreiben kann. Ah, vielleicht haben die sich ja auch was anderes Cooles einfallen lassen. Ich meine, ich kann ja auch meinen eigenen Tee kochen. Ja, das ist echt krass hier. Okay, na gut. Guck mal, hier hinter dem Dings ist eine Kochstation. Ich weiß nicht, war hier auch eine? Nee, ich glaube nicht. Aber hier treiben sich auch noch Vagabunden rum. Und ich habe jetzt die Grafik auf Anschlag gestellt, bis auf diese eine Waffendebris und es läuft. Also ich hätte jetzt keinen Fehler oder so. Es muss wirklich daran liegen. More bodies getting shot don't never hurt anything. Ich brauche eine Erdbeere und Zucker. Du meine Fresse, wo krieg ich das denn her? Ich habe ja noch nie eine Erdbeere gefunden. Ah, okay.
Haben wir natürlich auch wieder reichlich mit Füchsen geprügelt, der Bürsche geschossen. My mother wanted me to be a farmer, but I get my hands dirty in other ways. So, na klasse. Es wird ja jetzt hier nicht einfach irgendwo rumliegen und zu kaufen habe ich das auch noch nicht bekommen. Ah, ist ja bitter. Was machen wir denn stattdessen? Wir können natürlich diesen Waschsalon unsicher machen. Was anderes bleibt uns gerade auch gar nicht übrig, ne? Sagt die Karte. Mann, da habe ich gedacht, ich kann jetzt schön mit euch losrocken hier. Und dann geht das wieder nicht. Wir können natürlich auch die Dings unsicher machen da, diese Akademie. Ah, guck mal, wartet mal. Lass uns mal zu dem abgestürzten Flugzeug reisen. Das ist besser. Tut mir leid, dass wir jetzt nochmal laden müssen. Das ist auch so ein bisschen ausgewürfelt. Ich habe, als ich so zwischendurch gespielt habe, ging es ratzfatz. Und jetzt wieder nicht. Wir müssen ja diesen Typen da noch suchen und der sitzt ja auf diesem abgestürzten Flugzeugwagen. Ich habe dann extra aufgehört da. Aber ich wollte mich noch ein bisschen umgucken und ein bisschen was testen. Oh. Oh, hier unterm Schirm. Was? Dass das was ausmacht? Wie geil ist denn das? Oh, doch nicht. Das macht nichts aus. Dann gibt es jetzt eine Portion Red Axe. Und ein bisschen Quellwasser. So, Morgan, erzähl mal von deinem Leid. Watch yourself. Genießt ihr das Wetter? Yeah, I'm working on my turn. I want to catch some rays. Name's Morgan. I'm in the security business. Because I was one. I got out before I got killed. Finally, someone with a head on their shoulders. My whole section got wiped out by the Jackdaws. Maniacs with artillery. The sergeant thought it'd be a good idea to take a shortcut through their turf, the old Royal Naval College. That wasn't bad enough. He decided we should requisition a crate of their weapons. Storm was raging that night. He said they wouldn't notice us. We thought we were gonna make it. Nearly made it out of range of their artillery. If I was standing 5 feet to the left, I would have been blown to smithereens like the rest of them. I didn't feel like going back to the Imperial War Museum. Hat in hand, having to explain and take accountability for my superior officer's actions. So here I am. Ah, okay. Tough luck. My nautical employers are holding up in there until it's safe to come out. And since I need to be here to make sure no harm befalls them, I can't exactly go around smashing up Marlok's nests, can I? See ya. Na klar, in dem Red Sturm. Klopp ich jetzt hier Nester kaputt oder was? Ich geh erstmal runter. Kann ich hier. Nein, hier irgendwo ein Bettchen? Oh, Alter. Ich finde, der eine war schon zu viel. Dieser eine Lurk. Das ist es. So. Dann bin ich wenigstens so. Man sieht ja jetzt nichts durch das Wetter. Das ist wirklich echt das Schönste, was man machen kann. Aber der Red Axe wirkt nicht mehr. Hier können wir den überschlafen kurz, das ist geil. Lass uns nochmal 3 Stunden hier so schnubbeln kurz. Ah, jetzt regnet es.
Churchill auch verloren eine Zeit lang. Der war einfach weg. Bin da froh, dass er irgendwann beim Laden dann wieder aufgetaucht ist. So, wo ist denn das Nest jetzt? Da drüben? Ach, na klasse, ey. Haben die sehr ausgekotzt, die Viecher? Die Sardinen, die sind nicht so geil. Schmecken nicht und verstrahlen übel. Da müsste man dann wieder hier diesen Perk haben mit dem Bleimagen. Britisches Militärterminal. Kriegsfeuerwehr so ein Tagebuch. Ich meine, ich finde das immer, das ist cool. Keine Frage, aber das jetzt alles hier so durchzu. Wir haben gefühlt so schon immer keine Zeit. Oh, 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 oh. Da unten. Ich habe übrigens auch einen Kukri gefunden hier am Hafen. Aber so richtig. Hey, muss ich jetzt wirklich runter? Genau. Ja. Oh, die kann man nehmen. Kann man ein Omelette draus kochen? Okay, wo ist das nächste? Das Wasser ist auch richtig bissig. Ich bin da einmal im Hafen, bin ich reingestürzt. Das sind mal so 200 bis 300 Red, die man so mit einmal abkriegt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da direkt drin stirbt, die ist echt hoch. Was muss man Ausschau halten? Erdbeeren und was war das noch? Bei Beziehern ist das Öl, ne? Ah, okay. Hallo. So, eins ist hier vorne. Ah, ist natürlich oben. Ich werde hier doch verrückt, ey. Das. Also, die haben sie da schon Kopie gemacht, ne? Und der springt nicht so richtig gut, der Junge. 250 Rad. Da drüben lag das Kukri, da bei dem Kran-Dingsbums. Hier war ich nämlich schon, okay. Kriegst du jetzt, Freundchen? Ja. Weil wir brauchen das Zeug. Munitionstasche. Ballistische Fasern. Ja, ist Öl drin. Handschellen habe ich aufgesammelt, weil da Schrauben drin sind. Habe ich im Polizeirevier gefunden. So, oh ja, das ist gut hier.
Will ihn ja nicht so zuknallen, hat er nicht verdient. Eigentlich wollte ich nicht, dass er zu so einem Packesel mutiert, aber... Okay, wir machen das jetzt anders. Wir suchen uns irgendwie einen Weg nach oben. Und dann zerschieße ich da einfach jedes Ei, ist mir egal. Wir haben ja hier die Pistole mit ein paar Schuss. Wenn ich hier nochmal ein Wasser falle, das ist ja irre. Schönen guten Tag, ich hätte gerne ein paar Erdbeeren. Speiseöl. Sieht gut aus hier. Sehr werte. Die sieht ja geil aus. Einfach nur Schrott einstecken, weil er gut aussieht. Schöne Stumpfwurf hier habe. Oh! Anarchie Times. Halten Sie dauerhaft bessere Preise beim Kaufen beim Händler. Okay. So, das habe ich jetzt nicht gelesen. Keine. Thameshaven. You are my pride and joy. Bleistift, sehr gut. Wir reden gleich mit Sandy. Oh, Fisch und Chips. Geil. Sandy, wo bist du hin? Kannst du mit uns handeln? Anything catch your eye. Naja, sie sind außergewöhnlich hübsch. Take a look. Munition! Oh, aber was? Eieiei. Armeeuniform. Ich weiß nicht, macht das Sinn nach. Das Dienstgewehr haben wir? Oh! Gib mir deine Erdbeere. Egal, wie viel sie kostet. Kapazität Zap-Pistole. Junge, Sandy. Kauft ihr auch Molly ab? Aber wir sind nicht überreich, ne? 167! Und um Schutzbrille. Aber hat auch keine Werte. Aber wir müssen ein bisschen gucken halt, ne? So, okay, was kann Sandy haben? Ich kann jetzt hier meine 9mm haben oder was? Mit Bleirohr will ich versuchen zu zerlegen. Die habe ich auch ein bisschen aufgerüstet. Kampfhelm kannst du haben. Die auch leider. Das kannst du haben. Ich habe ein paar coole Drogen zusammengeschustert, wenn du möchtest. Eier sind das Schwert. Okay. Proteinpaket. Die Sardini sind echt Bärste. Nimm. Und Zigaretten. Okay. Was ich auch krass finde, ist, dass wenn man raucht, kriegt man Erfahrungspunkte Boost.
Aber ich darf ja nicht rauchen. Jetzt ist Ruhe, Churchill. Die anderen kann man doch ja nicht kaputt machen, oder? Medizinischer Flüssigstickstoffspender. Naja, sieht man die so oft kommt mit. Get us some mitten lurk eggs soon. They're delicious. Das hätte ich auch vertont können, wäre voll mein Ding gewesen. Ist auch richtig anstrengend, wenn die dann immer Luft holen zwischendurch. Mal da unten. Das ist ein Pub. Wollen wir da mal reinstiefeln? Aber erst erschlage ich noch das letzte Nest da oben. Ich hoffe, dass es das letzte ist. Hä, wo sind in dem Gebäude? Warte mal. Da noch ein paar liegen jetzt. Okay, doch. Man muss nur genau drauf stehen. So, jetzt möchte ich aber ernst kurz erst den Pub aufsuchen. Das mit der deutschen Übersetzung ist halt Hammer, ne? Es macht das noch so viel entspannter. Und die funktioniert auch wirklich gut. So. Jetzt mal hier kurz abstürzen. The Wellerman Pub. Ich hoffe, das ist da drin jetzt nicht auch überschwemmt. Da sind wir instant tot. Ich hätte speichern sollen. Oh Gott, wir werden sterben. Okay. Zigarettenkiste. Zigarre. Eine Admiralsmütze. Guck mal hier. Untersetzer für große Kanonen. Dauer 25% kritische Schaden mit schweren Waffen. Okay. So, das habe ich doch jetzt auch gelesen, oder nicht? Steht im Perk nicht. Kotz mir an. Hat jetzt einen Punkt drin geschoben. Oh, Cricket Ball. Cricket Ball. Da kann ich Granaten draus bauen. Ah, oh, guck mal. Schrotpatronen. Der gehört aber unter jeden Tresen. Ja, vielleicht finden wir auch noch einen Gin. Was war das hier? Imperial Stout Flasche. Flasche, Flasche, Flasche. Am besten wäre ja was Befülltes. Hm, ne, sieht nicht so aus. Okay, schade. Ging es jetzt wirklich bloß um die Karte, ja? Wir stehen jetzt voll in der Suppe, wenn wir rauskommen. Ich schmeiß mal einfach zur Sicherheit Red X ein. Ja, dann haben wir eine Sekunde länger zum Leben. Eine Sekunde, in der ich länger schreien kann um mein Leben. Und ich glaube, was wir langsam ermittelt haben zu können, was das Erlebnis hier so viel besser macht, ist, glaube ich, auch der Punkt, dass du nicht überall hingehen kannst. Ne? Bei den normalen Fallout-Spielen, also bei den meisten zumindest, kannst du ja überall immer hin tun und kommst irgendwie zurecht, weil du halt zugeschissen wirst mit allem und so. Und
Das geht hier nicht. Und ich glaube, deswegen, vielleicht ist jetzt nur so eine Theorie, aber deswegen vielleicht auch Fallout New Vegas, weil da hatte das ähnliche Dinge. Also du konntest auch nicht überall hinlaufen. Oh, das ist nett, dass er mich hier oben raufsetzt. Ja, da konntest du auch nicht gleich überall hingehen. Wenn ich da so an Junction Quarry denke, oder wie das hieß, dieser Steinbruch. Keine Chance, ne? So Todeskrallen verseucht war nicht. Oder direkt den Anfangsort zu verlassen Richtung New Vegas direkt. Nee, oh ne, war alles voller komischer, giftiger Insekten. Hab ich das jetzt nicht klasse gemacht? Ja. Yeah. See ya. Ah, ich darf jetzt reingehen. Ah, so. Dachte man, unser Elsie vielleicht nochmal vorher. Wegen Etikette oder Anstand, irgendwie soweit. Ach, für meine Fresse. Was macht denn ihr hier so? Welcome, friend. Glad to see you. Welche Mütze? Not sure if I'll ever get over seeing a human around. Also, wohnt ihr hier jetzt oder was mit Joe? Did you get my pizza? Also wir haben noch nicht drüber gesprochen. Aber ich hab noch Pizza, ja. Ew, no thanks. Just my pizza. Thank you for doing that for me. It's a little cold, but here's a kiss. Can you smell that? It's the text cool. Calling to us. It's you. What are you doing here? Watch where you're... Oh! Sorry about that, human. Ja, nee, alles cool. War meine Schuld. So, Jordan, lassen wir mal durch. Nothing like a swim in our Thames to make you feel alive. Wie viele Leute leben hier einfach? Your kind does have two eyes, right? Oh, das Leder. Boah, geil. Schallplatten, ey. Welch abgefahrenes Medium. Haben wir hier noch eine Nuka-Cola? Die gehört, glaube ich, mir. They call us sea devils, warriors of the Ach, komm. Deep, monsters. Can't they just leave us alone? Das ist ein besonderer Ort hier. Fire and brimstone. Feels almost biblical. Oh, du bist ja noch ein Junge. Soll ich dein Spielzeugfach auffüllen? Archie. Flugschreiber. Nicely done. Those people needed some hope. Who are you anyway? Ich bin Wilma Techno. And I'm Archie. I haven't seen you around here before. Dein Fischfreund. Not her fault. She's not like the others. Kicked me out of Thames Haven, they did. Couldn't stand a human living with them. Hmm. Hiding out. People have it in it for me, see? Especially the Isle of Dogs. All I did was trespass. And ja. Theft. Yeah, the second good. And a bunch of lunatics ambushed my crew. The whole city's mad. Sounds folk ain't too bad, though. Waren Sie in letzter Zeit in einem Untergrundlabor? I'm Archie. Scavenger by trade. The best locksmith in London. So that's why you're here. Yeah, I know one. Barely managed to escape, though. Would have been dragged back there, too, if it weren't for the ferryman. You don't work for the lab, do you? Nein. Rough. I guess you want to hear the whole story.
I was on a supply run near the Thames. There were 6 of us. One more than usual. We brought this ghoul along. Lazarus. He was supposed to be an expert. Said he knew the location of underground bunkers. Had all these construction papers. Ripe for the taking, he promised. Turns out they aren't as abandoned as he let on. We were searching for the entrance when they ambushed. They used some kind of gas. Everything went dark. Later on, I woke up in a cell with that ghoul. We managed to pick the lock and escape, but we couldn't help the others. Okay. Scientists were too busy to notice us. I nabbed a guard's keys and we walked right out the entrance. The guards noticed, though. Chased me all the way to the Thames. Luckily, the ferryman was about to make a crossing. Saved my life. A month ago, I'd say. Maybe two. Ich hab da einen viel größeren Zeitraum im Kopf gehabt. Ich hätte gedacht, das ist viel länger. Nah, I think the ferryman has him. Das hätte uns aber auch mal sagen können. Why? You aren't going there, are you? Naja. Stärke. Yeah, you're probably right. Give him hell. The thing is, we never actually made it to the entrance. Lazarus was being cryptic. Probably thought we were trying to con him out of his share. I don't think we were close to the entrance when they got us. Everything after that just blends into one bad dream. I remember when we escaped, climbing up a ladder. It was dark out. I could barely see my own shoes. I climbed over some rubble, I think. They were chasing me, so I ran through the streets. I had no idea where I was going, so I just kept running. That's when I found the ferryman. Ja, vielleicht kann uns ja denn der Fährmann sagen, wo das ungefähr ist. We got separated. Ran in different directions. Not really. It was dark and I was running for my life. And the gas. I only get confused when I try to remember that night. Maybe. It's been so long. If it means finding my friends, I'm willing to give it a go. I'd need the ferryman to take me back across, though. I don't fancy my chances on Tower Bridge or in the foot tunnels. Cool. Here, you can give this back to the ferryman. He gave it to me so I could defend myself. My hands barely fit around the grip. Tell him thanks, but my weapon of choice is the bobby pin. Fährmanns Freund, diese Waffe verströmt einen seltsamen Geruch. Ein Geruch, der nicht nur von Waffenmetall herrührt. Fischfinger, Alter. Aber cool, guck mal, 10 Schaden und benutzt 32er. Gut, dann kann ich hier den anderen Hobel mal wegpacken, Alter. Und da können wir ein bisschen dran basteln, Alter. Da geht doch noch was. Vielleicht darf ich die behalten. Okay. Soll ich den hier mitnehmen, oder was? Ach so, krass. Hear this. We need assistance immediately. The navigations are shot. Talking to people is the best way to find out what's what. The Mary Ellis is going down fast. Oh, fuck it. Everything's went dark. The EMP from the atomic blast has crippled our systems. I can barely keep this hunk of junk airborne. Repeat. Captain Drew Mitchell. Serial number 25871. We've got crew 3. We're over Newark. And our altitude is dropping fast. If anyone's out there, please respond. Request emergency landing. Ei. Ja, so ein Ding überrascht dann alle, ne? Egal wo du bist. Ist einfach nur am Arsch. So Leute, wir machen hier Schluss für heute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich werde mir jetzt irgendwo schön ein Omelette in der Pfanne hämmern. Vielleicht lade ich Archie noch ein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann treffen wir uns schon unten beim Fährmann, würde ich sagen. Um diese grausigen Ladezeiten zu umgehen.
Habt einen schönen Abend und haut rein. Ja, du bist ein